Hallo und willkommen bei Screaming Pixel. Ja, die Menge tobt, denn die Retro Olympics 2024 gehen in die dritte Runde. Letzte Woche habe ich ja bei Striker auf dem Super Nintendo so ein bisschen abgelost, aber diesmal geht's zurück auf den Game Boy. Vielleicht bringt mir das ja mehr Glück. Das Spiel diese Woche hat sich der Weidemann von Schroff gezockt ausgesucht und er hat sich für Track and Field entschieden. Das ist so eine Olympia-Sportspielgeschichte mit verschiedenen Disziplinen. Und im Gegensatz zu Striker habe ich Track and Field damals tatsächlich selbst gespielt. Einer der Nachbarsjungen hatte das und ich war durch Summer Games, Winter Games und Co. auf dem Commodore 64 sehr, sehr empfänglich für diese Art von Spielen. Konkret geht es heute um die Disziplin Gewichtheben. Die Challenge lautet, innerhalb von 3 Sätzen, also 3x3 Versuchen, das höchste Gewicht zu stemmen. Einen Bonuspunkt gibt es, wenn man dabei auf den 2. und 3. Satz verzichtet, also quasi gleich beim ersten Anlauf seine Bestleistung bringt. Und ich glaube, das ist auch die Strategie, die ich heute fahren werde, denn diese Art von Spielen sind üblicherweise sehr, ja, Button-Mashing-intensiv und erfahrungsgemäß sind da die 2. und 3. Versuche immer so ein bisschen meh, weil man schon ein bisschen ausgelaugt vom ersten Versuch ist. Also, gucken wir mal, was Track and Field heute für uns bereithält. Es geht los. Gut, wir bestreiten heute ein Event. Und zwar Gewichtheben. Ja. Weltrekord liegt bei 280 Kilo. Wir wollen mal nicht übertreiben. Gucken wir mal. So. Wie viel Kilo wollen wir stemmen? Fangen wir mal mit 150 an. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir beim ersten Anlauf gleich den Weltrekord brechen. Also bleiben wir mal auf dem Teppich mit 150 Kilo. So, erste Stufe, zweite Stufe. Ah, komm. Ah! Ja, da muss man natürlich bei der letzten Stufe das Gewicht für 3 Sekunden halten, damit der Versuch zählt. Ja, ist ein bisschen zäh. Ich glaube, ich reduziere mal auf 145 Kilo. Ja, der erste geht noch ganz gut, der zweite auch. Ach, nee. Nee. 140? So, komm. Jetzt. Ja, 140, das war drin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da geht noch mehr. Soll ich den Bonuspunkt riskieren? Ja, komm. Okay, ich riskiere den Bonuspunkt. Ich mache meinen 2. und 3. Satz. 140, bisher die Bestleistung. Ich riskiere nochmal die 150. Ja. Na komm, 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 komm. Jawohl, 150. Es geht doch. Es geht doch. Mein armer Controller. Okay. Ja. 160 mit den 5 Kilo Zwischenschritten halten wir uns gar nicht erst auf. Ja. Komm. Ah. Ja, das geht ganz schön an die Fingerkuppe hier. Ich glaube, die beste Strategie ist hier tatsächlich, statt abwechselnd AB zu tippen, hier einfach mit einem Finger über beide Knöpfe drüber zu rubbeln. Hinterlässt natürlich Spuren an Mann und Material, aber was tut man nicht alles, um in die Annalen des Gewichthebens einzugehen? 170.
Die ersten beiden sind so easy. Und beim dritten... Komm, komm. Jawohl, 170. Gut, ein Satz ist noch übrig. Letzter Satz. Ja, mal gucken, wie viel hier noch geht. So, 170. Ach, komm hier. Ich probier's. Ich gehe auf 200. Und auch hier wieder. Die ersten zwei Stufen gehen super easy. Okay. Komm, die 200 müssen hinhauen. Nee. Oh, okay. Das ist wirklich, wirklich ziemlich zäh. So, bevor ich hier nochmal den letzten Versuch mit den 200 in den Sand setze, gehe ich nochmal zurück auf 190, dass ich zumindest eine kleine Steigerung habe. Komm, 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 komm. Ja, 190, gut. Und... das ist damit auch schon meine Top-Leistung. 190 Kilo. Ja, ich bin mal gespannt, was die anderen so stemmen können. Ja, ich glaube, ich packe jetzt mal meine Fingerkuppen ins Eisfach oder so. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schaut auf jeden Fall auch bei den anderen Kollegen rein, wie die so abschneiden diese Woche. Am Sonntag gibt es natürlich wie immer die Zusammenfassung, wie die Woche gelaufen ist und wer es aufs Treppchen geschafft hat. Und nächste Woche gehen die Retro-Olympics 2024 weiter mit dem nächsten Spiel. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal.